Domian. Das 1 Live Talk Radio. 0130 2911. Im WDR Fernsehen und bei 1 Live. 0130 2911. So, Freunde, ich hoffe, ihr seid da, wir sind da, das heißt, es kann losgehen. Ich grüße euch herzlich, willkommen bei Domian, willkommen beim Talkradio. Heute Nacht offene Sendung und daraus resultiert die obligatorische Frage an euch, über was habt ihr Lust, euch mit mir hier in der Sendung zu unterhalten? 0130 2911, 0130 2911, jedes Thema ist möglich. Ich grüße herzlich heute Nacht als ESC die Nicole, 25 Jahre, hallo. Ja, hi. Hi. Nicole, dein Thema. Tja, die berühmt-berüchtigte Religionsfreiheit. Die berühmt-berüchtigte Religionsfreiheit. Rufst du aus Brandenburg an? Nein. Nein. Dann erklär's mal ein bisschen näher. Es ist ja nun so, dass im Grundgesetz Religionsfreiheit irgendwo garantiert wird. Das Problem ist nur, wenn man zu irgendeiner Minderheitsreligion gehört, ich nenn's mal so, ja, dann hat es damit nicht viel auf sich. So, noch sprichst du in Rätseln, aber das wird sich gleich auflösen. Welcher Minderheitsreligion gehörst du an? Ich möchte es mal einfach definieren als Naturreligion. Da gibt es mehrere. Die meisten, ja, wie man so schön sagt, primitiven Völker haben ja noch diese Naturreligion, die eben auf dem Jahreszeitenwechsel und so weiter basiert. Ja. Zum Beispiel die Indianer oder auch viele Völker in Asien, Afrika haben das ja noch und sowas gibt es immer noch hier in Deutschland, hat es auch immer gegeben. Ja. Und ich gehöre einer solchen Gruppe an. Nicole, jetzt muss ich mir eben kurz unterbrechen und ich muss mal meine Technikerin fragen, die Anne, ob die Leitung, können wir nicht machen, schlecht. Nicole, pass mal auf, ein Vorschlag, wir versuchen dich nochmal neu anzuwählen. Wir haben eine sehr, sehr schlechte Leitung und wenn wir dich nicht gut verstehen können, hat niemand was davon. Mhm. Leg mal auf, wir versuchen es nochmal. Ja, okay. Dann kommt jetzt die Katrin, ne? 25. Ja? Katrin, hallo. Hallo. Und zwar habe ich ein Problem. Ich habe urste Angst vor Spinnen. Ich habe da eine panische Angst. Und es ist ein Horror, irgendeine Spinne zu sehen. Ist egal, welche Größe, alles. Wenn ich eine Spinne sehe, wenn ich schon dran denke, jetzt geht es mir schon wieder mein Herz. Und da bin ich total... Allein, wenn du dran denkst? Allein, wenn ich dran denke. Und ich habe Albträume... Schon von klein auf, sagt meine Mutti, und die sagt, also das ist Wahnsinn, du müsstest mal zum Arzt gehen. Ja, also von klein auf hast du das? Ja, von klein auf. Hast du denn schon mal direkten Kontakt irgendwo mit Spinnen gehabt? Nee, also ich habe, wenn ich eine Spinne sehe, laufe ich weg, ich kann sie nicht mal tot machen. Also das geht überhaupt nicht. Wenn ich die sehe, dann, da schlägt mein Herz und also das ist Wahnsinn, ich kann es nicht beschreiben. Ja. Also und vor allen Dingen... Wenn ich eine sehe, zum Beispiel, ich gehe auf Toilette, sehe eine langkrabbeln, ich kriege sie nicht tot, es geht nicht, ich laufe einen riesengroßen Bogen, es dauert erstmal eine ganze Weile. Du sollst die arme Spinne ja auch nicht töten. Ja, ich kann es auch nicht ertragen, den Anblick. Ja, klar, das ist mir schon klar. Ich kann das nicht beschreiben. Beschreib doch mal, was in dem Moment dann in dir so vorgeht, wenn du diese Spinne siehst. Angst. Angst. Ekel kann ich gar nicht sagen. Mhm. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, ich gucke gerne Tierberichte und alles, dann gucke ich mir unter anderem auch das an, um vielleicht einen Weg zu finden, um eine Sympathie für diese Tiere überhaupt aufzubauen. Aber so funktioniert das nicht, ne? Das funktioniert überhaupt nicht. Und diese Angst kannst du wahrscheinlich auch gar nicht näher beschreiben, ne? Angst vor was? Es ist einfach da. Nee, ich habe keine Angst vor Käfern, vor Schlangen, das fasse ich alles an. Aber sobald ich eine Spinne sehe, ist bei mir Tabu. Ist das denn so, Katrin, dass man sagt, na gut, das ist jetzt irgendwie so eine kleine Macke, die ich habe, damit kann ich leben? Oder ist es mittlerweile schon so bestimmend für dein Leben, dass es dich doch irgendwie belästigt? Oder? Ja, es belästigt mich, freilich. Ja. Also ich kann das nicht beschreiben, das ist für mich Horror. Ja, Horror. Also würdest du dem Gedanken durchaus auch nahestehen, da irgendwie mal zum Psychologen zu gehen? Ja, freilich, aber ich kann mir nicht vorstellen, also ich habe auch schon Berichte über diese Leute, die genau dasselbe Problem haben wie ich. Ich habe da einen Bericht gesehen, den fand ich auch total interessant. Und da haben sie eben eine Frau immer näher rangeführt mit Gesprächen. Und irgendwann, dann haben sie einfach nur so die abgezogen, die häuten sich ja auch, die Spinnen, ne? Schlüpfen aus ihrer Haut sozusagen. Und
die hat einfach nur die Haut in der Hand gehabt. Also die, wie sich das nur nennt, weiß ich jetzt nicht. Mhm. Und dann zum Schluss hat die sich eine Vogelspinne auf der Hand. Ich dachte, das gibt's nicht. Das könnte ich nie im Leben. Das ist eine Form der Therapie. Ja, genau. Und die sagt, das hat ihr geholfen. Aber ich kann mir das für mich, kann ich mir das nicht vorstellen. Pass auf, Katrin. Es gibt da eine ganze Reihe von Möglichkeiten, wie man an so eine Phobie, das ist ja eine Phobie vor Spinnen, ne, wie man da rankommen kann. Bleib am Telefon und unsere Psychologin gibt dir ein paar Tipps und Telefonnummern. Das finde ich ganz toll. Alles Gute. Dankeschön. Tschüss. Alles klar. Ciao. Tschüssi. Hans-Dieter, ne? Hans-Dieter, 59. Genau. Ich grüße dich. Ja, ich grüße dich auch, Domian. Ich wollte gestern schon, das heißt, ich hatte gestern schon angerufen, und zwar beziehe ich mich da auf den Harald. Harald, was war das für eine Geschichte nochmal? Das war die mysteriöse Geschichte, die ihm nämlich gar nicht so schmeckte. Er hatte da Gewissensbisse, das war am Todes... In der Todesnacht seiner Großmutter feierte er im kleinen Kreis mit seinem Freund und dessen Freundin Geburtstag. Und dann flog eine Vase durch das Zimmer. Er beschrieb sie zwar als waagrecht fliegend. Er meinte vielleicht horizontal auf ihn zukommend. Hans-Dieter, nochmal für die Leute, die gestern nicht zugeschaut haben. Also wir hatten gestern das Thema unglaubliche Geschichten. Unglaubliche Geschichten. Harald erzählte, dass er in der Sterbenacht seiner Großmutter feiern wollte. Ja. Und er stand mit drei Leuten zusammen, irgendwie in einem Raum, und wollten sich zuprosten. Und dann flog eine Vase, eine Glasvase oder ein Kühlschrank. Vom Kühlschrank durch den Raum. Er beschrieb auf ihn zu, durch ihn und durch die beiden Begleiter. Und fiel dann zu Boden. Und fiel dann zu Boden. Na, und in dieser Nacht ist dann auch die Großmutter gestorben. Eben. Ja. Und die Frage an dich war, du konntest ja da keine große Auskünfte. Kann man so sagen, ich weiß es nicht. Und er war jetzt nun, er dachte, seine Großmutter war ihm jetzt zornig. Ja. Also er vermutet, dass das ganz genau, dass, ich meine, das kommt auf Telekinese raus, eigentlich mehr auf Spuk- und Poltergeister-Phänomene, nicht? Ich sollte jetzt das Phänomen erklären, das tue ich aber nicht am Telefon. Die Phänomene sind uns ja bekannt und da gibt es ja Fachliteratur genügend. Aber du wolltest irgendwas dazu jetzt sagen, als zu dem Parapsychologe, Fall. Du bist Parapsychologe? Ja. Was heißt das? Parapsychologe. Nein, nicht was Parapsychologe heißt, sondern wie arbeitest du? Bist du an einer Universität tätig? Nein, bin ich nicht, sondern privat. Ich habe ein Privatinstitut für esoterische Psychologie. Ja. Okay, dann sag uns mal, und was zu diesem Phänomen. Und auch so Ähnliches wie du machst, nur in anderer Form, Lebensberatung etc. Dann erzähl uns mal was zu diesem... Und er dachte eben, seine Oma wäre ihm jetzt nun zornig. Ja, weil er gefeiert hat. Ja, weil er jetzt nicht da war und so weiter. Aber ich weiß auch, wie weit du mit der Kirche im Bund bist. Mhm. Ja, aber desto weniger erkennst du ja auch die Bibel. Und als Christ heißt es doch, lass die Toten begraben. Mhm. Das heißt mit anderen Worten, die sind ja bereits schon umgeben im Abholungsbereich von anderen schon verschiedenen Seelen, die zu dem Sterbenden kommen und ihn führen. Mhm. Somit ist der Sterbende gar nicht auf den noch Lebenden angewiesen. Na, schön ist es, wenn man die Händchen hält und so weiter und etwas streichelt. Gut. Lass uns mal keine lange theoretische Anleitung machen. Ja, okay. Lass uns mal auf die Vase kommen. Nur auf, es ist Folgendes. Er hatte jetzt Bedenken, dass seine Oma ihm eben zürnig sei. Und diese Bedenken, die soll er ausschließen. Denn ganz das Gegenteil wollte die Oma damit bezwecken. Nämlich? Sie wollte, und das ist schon wieder die frohe Botschaft an Ostern. Sie wollte sagen, schau, ich habe die Welt überwunden. Ich sterbe oder bin gestorben, obwohl ich gleich lebe. Und du wirst auch leben, obwohl du stirbst. Aha. Und dann lässt sie mal die Vase durch das Zimmer fliegen und auf den Boden. Möglicherweise wollte sie, jetzt hat er natürlich nicht gesagt, ob dort auch Wasser noch mit enthalten war oder vielleicht noch ein Blumenstrauß. Mhm. Das hätte mich natürlich auch wahnsinnig interessiert, weil er sagte ja waagrecht. Ja. Er meint aber möglicherweise horizontal auf ihn zu. Okay, du meinst also, das ist ein gutes Zeichen von das der Oma Das ist ein sehr gutes Zeichen. Sie sagte, lebe du weiter, ich wünsche dir alles Gute zu deinem Geburtstag. Ja, das. Und ich bin jetzt dort angelangt durch eine bessere Führung und lebe auch weiter. Das wird den Harald freuen, wenn er das jetzt nochmal hört. Ich hoffe, dass er sich so aufnimmt. Hans-Dieter, danke für deinen Anruf. Bitte sehr. Tschüss. Auf Wiederhören. Jetzt versuchen wir es nochmal mit der Nicole vom Anfang gerade. Hallo, Nicole. Ja, hallo.
Ja. Hört man mich jetzt besser? Ich glaube, es ist besser. Naja, wir versuchen es mal, Nicole. Mhm. Also, es ging um Naturreligion. Du gehörst einer bestimmten Naturreligion an. Ja. Ja. Und da gibt es halt mehrere Gruppen, aber die Probleme sind im Endeffekt für alle gleich. Ich kenne also eine ganze Menge Leute, die da auch in der Richtung aktiv sind. Ich sage jetzt gleich drei Dinge vorweg. Wir sind keine Nazis, wir sind keine Satanisten, ja, und wir machen keine Blutopfer. Ja, das ist ja schon mal schön. Da bin ich schon mal beruhigt. Was macht ihr denn? Ja, was wir machen, es ist hauptsächlich das. An was glaubt ihr? Das ist polytheistisch. Also in der Form, dass wir mehrere Götter haben, beziehungsweise verschiedene Erscheinungsformen. Am einfachsten kann man das vielleicht erklären an der griechisch-römischen Religion. Früher, so dieses mit Zeus und Hera, beziehungsweise Jupiter und so weiter. Es gibt eine ganze Menge Götter, die vielleicht auch bestimmten Eigenschaften zugeordnet sind. Richtig, genau. Ja. Wie praktiziert ihr diese Religion? Naja, man trifft sich halt mit ein paar Leuten oder auch alleine und feiert die entsprechenden Feste. Allgemein unter allen so ein Kompromiss ist das Ding, dass es mindestens 8 Jahreskreisfeste gibt, die dann jeweils zu den Sonnenfesttagen, also sprich die Tag- und Nachtgleichen und die Sonnenwenden stattfinden, beziehungsweise dann noch die Mondfeste, und das ist dann zum Beispiel Anfang Februar, dann der 1. Mai. Mhm. Seid ihr so eine Gemeinde, die sich dann trifft? Na, Gemeinde ist schlecht gesagt. Wie viel seid ihr denn? Also ich kenne mit Sicherheit 300-400 Leute, die das machen. In Deutschland? In Deutschland. Ja. Es gibt mit Sicherheit noch etliche mehr. Wie genau heißt ihr? Ich möchte jetzt, das Problem ist, wir haben uns keinen Namen in dem Sinne gegeben. Mhm. Weil jeder kann das so handhaben, wie er will. Wir leiten uns auch viel von diesen alten Religionen, griechisch, römisch, keltisch und so weiter her. Also das ist so ein Sammelsurium von allem Möglichen, was ihr euch so zusammengestellt habt. Ja, genau. Also es gibt auch keine Schrift, die irgendetwas... Auf gar keinen Fall. Es gibt keine Regeln und dementsprechend auch nicht das Ding, dass irgendjemand, weil er das oder das nicht getan hat, auch ganz böse ist. Ja, jetzt muss ich mal fragen, egal, wir wollen gar nicht jetzt in die Einzelheiten gehen. Wie kommt man darauf, sich so einer Gruppierung anzuschließen? Ist doch völlig irgendwie abseitig, würde ich erstmal so spontan sagen. Ja, das mag sein, dass sich das für Leute, die da keinen Zugang zu haben, ein bisschen abseitig anhört. Aber fragen wir mal so, hast du mal im Wald gesessen und so das Gefühl gehabt, dass alles um dich rum richtig lebendig ist? Ja. Also so alles, was da ist, ob das jetzt ein Baum ist oder ein alter Baumstumpf oder sonst was. Ja. Und dann fragst du dich natürlich, woher kommt das? Und als Frau fragst du dich dann natürlich auch manchmal, okay, und warum ist der liebe Gott der Christen jetzt hingegangen und hat das und das gemacht, und warum sind wir Frauen angeblich weniger wert? Und irgendwann habe ich mir dann einfach überlegt, das kann es doch nicht sein, und habe mich dann einfach mal in Büchern schlau gemacht. Bin dabei auf die verschiedenen keltischen Sachen gestoßen, habe gesagt, das ist es. Und hast dir da so aus jedem Bereich so ein bisschen was zusammengeholt, was dir gefällt? Nicht nur, was mir gefällt. Was dir einleuchtend erschienen. Ja, genau. So. Ja. Hab mir also dann das keltische Weltbild sehr genau angeguckt und gesagt, das passt, das kommt hin. Ja. Da finde ich keine Widersprüche. Da kann ich auch heute noch leben. Ja. Okay, jetzt bemängelst du aber, dass du als religiöse Gruppierung nicht so anerkannt bist, wie, weiß ich jetzt, irgendeine freie evangelische Kirche oder sowas. Ja. Es ist zum Beispiel das, es wird ja gesagt, dass jeder seine Religion ausüben kann, ob jetzt im Freien oder zu Hause, ob in einer Gruppe oder alleine, wie er will. Aber kannst du doch auch. Ja, denkste. Wer hindert dich daran? Zum Beispiel haben wir vor ein paar Tagen auf einer Wiese, die öffentlich zugänglich ist, wo auch den ganzen Tag Spaziergänger drüber laufen, zu relativ später Stunde abends, weil wir eben keinen stören wollten und auch ein bisschen für uns sein wollten, haben wir also für uns so ein Treffen gemacht und eben eins unserer Jahreskreisfeste gefeiert. Mhm. Oder besser gesagt, wir wollten. Was passiert ist, war nichts anderes, als dass plötzlich zwei Polizisten am Rand standen, uns erstmal unterbrochen haben, dankenswerterweise. Und dann Personalienfeststellung, und das ging also fast eine Dreiviertelstunde. Und mit welcher Begründung haben die das dann beendet? Was wir auf dieser Wiese zu suchen hätten, was wir da machen würden. Und
Also, eine Begründung haben sie uns nicht gegeben. Ja, vielleicht durftet ihr das auf der Wiese nicht machen, ganz einfach. Die ist öffentlich, mhm. öffentliches Eigentum. Das mhm. ist nicht das Problem. Wir waren auch nicht so viele Leute, dass man hätte sagen können, also Hilfe, Riesenauflauf, das waren 4-5 Leute. Und kann ich natürlich nicht zu sagen, ne? Das ist jetzt so ein Spezialfall, was da vorgefallen ist. Generell gilt das natürlich, dass man, soweit man sich im Rahmen der Gesetze hält, seine Religion ausüben kann in Deutschland, na klar. Es ist halt nur Tatsache, dass es nicht so ist. Es steht überall geschrieben, aber es ist leider nicht so. Hm. Ist mir sehr speziell jetzt, Nicole, kann ich auch nicht zu sagen. Ich denke, dass man da eigentlich ein bisschen länger drüber reden sollte, müsste, und die Zeit haben wir leider nicht. Ich danke dir herzlich. Ja, nochmal bei mir melden, und wer ein ähnliches Problem hat, kann ja vielleicht an euch schreiben und einfach mal dann an mich weitergeben. Machen wir, alles klar. Nicole, ciao. Gerd, 51. Ja. Hallo Gerd. Ja, guten Morgen, Domian. Ja, dein Thema. Ja, mein Thema, ja, und zwar ist folgendes, Rinderwahnsinn, ne? Ja, das ist ja das Thema heute, ne? Ja, ich bin praktischer Landwirt und habe nur Bullen. Mhm. Wo bist du Landwirt? Hier in Lengerich in Westfalen. Mhm. Und das Problem ist folgendes, das sind immer einzelne wenige, die wollen sich da, die wollen dann Reibach machen und dann auf Kosten der Gesellschaft. So wie jetzt in England auch wieder. Es ist gar nicht mehr vertretbar, was da gemacht wird. Da wird dann, werden dann der Tiere nicht erhitzt und wird sowas verfüttert an die und nachher gibt's also, Moment, jetzt mal... Da sind Schafe krank gewesen. Alles klar, findest du... Und die sind dann nicht genügend erhitzt worden und dann jetzt meinen sie ja, dass diese Jakob-Kreuzfeld-Krankheit da übertragen werden kann. Also es gibt ja jetzt einen Einfuhrstopp von englischem Rindfleisch. Findest du das in Ordnung? Das ist in Ordnung. Und zwar ganz einfach... Was kritisierst du? Was ich einfach kritisiere, das ist immer dieses ständige Hickhack in der Politik. Ja. Was wäre der lieber gewesen? Einmal heißt es Europarecht, einmal heißt es Landesrecht. Ja. Es ist alles ein Kuddelmuddel. Wir haben zum Beispiel ich sehe das in der Fachpresse, ich sehe es auch in der normalen Presse, wir haben zum Beispiel in Belgien eine Hormonmafia noch, da sind im letzten Jahr sind Tierärzte umgebracht worden, die anderen sind bedroht worden, denen sind die Fahrzeuge angesteckt worden, wenn sie dem nachgingen. Okay, lass uns mal bei. Seit 30 Jahren gegen dieses Durcheinander. Seit 30 Jahren. Jetzt lass uns mal, Gerd, lass uns mal bei BSE bleiben. Ja. Was findest du denn, wie man da richtig sich hätte von Anfang an verhalten sollen? Schärfer durchpacken müssen. Was hätte das bedeutet? Die hätten da die ersten noch 50 oder 100.000 Tiere da sofort vernichten müssen. Mhm. Und zwar nicht jetzt ist das so durchgesäugt, jetzt haben auf der Insel einen Bestand von 11 Millionen Tiere oder 12 Millionen Tiere. Man überlegt den gesamten Bestand zu schlachten, ne? Ja, das ist nur reines, das geht nur immer um Geld und die normalen Landwirte hier in Deutschland, wir leiden derartig darunter. Ich habe einen Gewinneinbruch gehabt im letzten Jahr durch dieses BSE-Gerede, obwohl ich Tiere korrekt fütter und jedes Tier, was ich wegtue, auch selber essen würde. Also du meinst, dass ihr, also die deutschen Landwirte, sehr darunter leidet, dass die Politik nicht schnell und hart durchgegriffen hat gegen dieses englische Problem. Ja. Sehe ich auch so. Dann haben wir kein nationales Recht mehr, dann haben wir europäisches Recht. Dann man hätte viel früher handeln müssen. Ja. Das sehe ich auch so. Bei uns ist es so, wir haben Einkommenseinbrüche gehabt. Im letzten Jahr, da ist unser halbes Einkommen weggegangen. Und nur durch die BSE. Und ich vermute mal, dass das jetzt noch schlimmer werden wird. Das wird noch verrückter. Ja. Bin ich deiner Meinung, Gerd? Danke. Aber es ist traurig. Ja. Wir haben keine saubere Politik mehr. Und jede Gesellschaft hat die Politik, die sie verdient hat. Und wir wissen noch nicht mehr, was wir da machen sollen. Ist es denn so, dass du sogar um deine Existenz bangst? Ja. Die reinen Rindviehhalter in Deutschland, Und ich mache das korrekt und bin Meister, mache das über 30 Jahre und es ist traurig, wenn man dann so einen Hof führt, Generationen, und muss denken, man ist der Letzte, obwohl man Kinder hat, die es gerne weitermachen. Mhm. Aber bei uns ist es doch, in der Landwirtschaft ist es doch so gewesen, im letzten Jahr haben 5% aufgehört und ich weiß auch gar nicht, warum.
Das ist vielleicht dann auch nochmal ein Hinweis an dieser Stelle, dass wer Rindfleisch kaufen will, dass er sehr streng darauf achtet, dass es aus deutschen Beständen kommt und dass eben die eigenen Bauern, die heimatlichen Bauern darunter nicht leiden sollten. Nicht, also wir erzielen heute für ein Kilo gute, wenn ich Bohnen wegtue, 5,20 Mark, und wir haben 1977 haben wir schon 8,20 Mark fürs Kilo bekommen. Das muss man sich mal vorstellen. Ja. Das muss man sich vorstellen. Das sind Welten. Ja. Und dann kriegen wir so einen Zuschuss für 90 Tiere, das ist so reinste zum Nachhalter. Mhm. Das hat nichts mehr mit Marktbauern zu tun. Ja. Nur man sieht das in der Gesamtgesellschaft erst später sehen, wenn es zu spät ist. Mhm. Das ist irgendwie ein bisschen sehr traurig. Man, vor allen Dingen wird korrekte Arbeit bestraft. Ja. Also Gerd, ich danke dir für deinen Anruf und für deine Meinungsäußerung. Ja. Trotz allem viel Glück. Ja, danke. Tschüss, ciao. Ja, Felix, 19 Jahre. Ja, hallo Domian, hier ist der Felix. Hallo Felix. Mein Thema heute Abend, Liebe auf Distanz. Liebe auf Distanz. Ja, wurde bei dir schon sehr oft durchgekaut, wie ich es bis jetzt gehört habe. Erzähl, wie ist es bei dir? Ja, also ich habe vor einem Jahr eine Schwedin bei einem Schüleraustausch kennengelernt. Aha. Und zwar kam sie aus Göteborg und ich wohne an der Küste, Ostseeküste. Ja, also gar nicht so weit weg. Naja, also wie ein Teich ist doch mehr noch ein Ende. Also wir sind schon 6 Stunden allein mit der Fähre. Ne? Ja, naja, klar, stimmt. Ja. Und aber besser, als wenn du in München wohnen würdest, so meine ich das. Ja, das auf jeden Fall. Ja, aber es ist trotzdem ein großes Problem auf die Distanz, ne? Also letztes Jahr kennengelernt? Ja, letztes Jahr kennengelernt. Verliebt. Hab sofort gefunkt. Mhm. Du weißt ja sicherlich, wie es ist, ne? Wenn's funkt? Ja, wenn's so richtig funkt. Weiß ich, ja. Und hab ich auch schon mal erlebt. Ja, es lief alles super, die 2 Wochen, die sie da war. Mhm. Und als sie weg war, hatte ich meine tiefe Depri-Phase. Ja. Es wäre meist bei ihm so, die Entfernung ist groß, ne? Ja, wann war denn das? Im Sommer? Das war letztes Frühjahr. Er ist jetzt fast genau ein Jahr her. Ja. So, wie habt ihr euch denn nun dieses ganze Jahr da miteinander beschäftigt? Tja, also die ersten Monate nur mit Telefon. Mhm. Also ich habe gigantische Telefonrechnungen gehabt. Machst dir keine Vorstellung. Mhm. Und ich habe ihr zum Geburtstag 50 Hosen geschickt über Fleurop und weiß ich was, ne? Mhm. Aber es ist eben alles doch ein bisschen schwierig, denn man hat nicht die Möglichkeit. Und ihr habt euch das ganze Jahr jetzt nicht gesehen? Doch, also ich bin auch nochmal hingefahren. Ja. Also es frischte immer wieder doch ein bisschen auf, ne? Mhm. Aber es ist in dem Fall doch schwierig, denn ich sag mal, man hat als Mann ja auch seine Bedürfnisse, ne? Das heißt, du bist ihr nicht treu? Doch, ich bin ihr treu. Das ist ja gerade das große Problem, ne? Mhm. Also seit 3 Monaten habe ich sie nicht mehr gesehen. Ja. Und ich denke mal, dass ich ihr trauen kann, ne? Ja. Dass sie mir treu ist, aber genau Bestätigung hat man nicht. Es ist eben alles. Aber du hast ganz schön Druck. Ja. Ne? Und würdest sie schon gerne öfter sehen. Ja. Und da du das schon öfter mal gesprochen hast, wollte ich jetzt mal wissen, ob du einen kleinen Tipp für mich hast. Du bist lustig. Du bist lustig. Das ist natürlich immer ein Problem, wenn man so weit auseinander wohnt. Wobei so sehr weit ist es ja nun nicht. Also ich hatte schon mal jemanden. Die hatte einen Freund in Peking. Naja. Das ist ein Problem. Das war eine richtige Liebe. Da kann man dann gar nichts mehr zu sagen. Ja, wie alt ist sie? Sie ist so alt wie ich, 19. Was macht sie? Sie geht jetzt noch aufs Gymnasium, so wie ich. Ja, also auch. Beziehungsweise ich bin jetzt schon fertig. Und es ist schwierig, da. Also die Perspektive zu sehen ist wirklich, wirklich schon schwierig. Das heißt, eine wirklich ganz klare Perspektive ist wahrscheinlich nur da, wenn ihr über kurz oder lang irgendwie plant, dass einer zum Ort des anderen geht. Das heißt, du gehst nach Schweden oder sie nach Deutschland. Also, dass sie nach Deutschland kommt, ist unwahrscheinlich. Mhm. Denn, na gut, sie hat hier Verwandtschaft in Deutschland. Sie war auch in Köln letztes Jahr. Mhm. Und ich habe sie da auch besucht. Aber ich habe mich schon erkundigt nach einem Stipendium da, dass ich da vielleicht studieren könnte. Aber oder Jobvermittlung, Arbeitsamt. Ja, und? Und die haben gesagt, ja, also ohne Ausbildung läuft da überhaupt nichts. Ja. Ne?
versuchen, ein Stipendium zu kriegen, um da zu studieren. Also es ist so schwierig. Es gibt ja nur die beiden Möglichkeiten. Entweder kommt man irgendwie zueinander oder es läuft halt noch eine Weile auf Liebe auf Distanz mit Briefen, Telefonen und Fleurop. Aber das wird, vermute ich mal, wo ihr beide 19 Jahre alt seid, sicher nicht so ganz lange dann mehr hinhauen, ne? Ja, also das Schlimme ist, bei mir, vorher hatte ich nun mal nicht so die große Liebe, ne? Mhm. Das waren nur kurze Beziehungen. Also das hat hier so richtig reingeschlagen, ja. Ne? Felix, ich habe da keinen Rat. Wie könnte ich auch? Die einzige Möglichkeit, die es da gibt, ist, dass ihr eine Fernperspektive ansteuert, in irgendeiner Weise euch an einem Ort zusammenzufinden. Nur das geht. Wie und wo auch immer. Alles klar. Das war nur nicht der beste Tipp, aber ich werde es mal durch den Kopf gehen lassen. Nochmal. Okay, mach's gut. Ciao. Gut, ach so. Und schönen Gruß noch an Tom. Ja. Der mich so gut beraten hat am Telefon. Okay, alles klar. Ciao. Wolfgang, 27. Ja, richtig. Hallo Wolfgang. Hallo, grüß dich, Domian. Dein Thema. Erstmal schönen Lob an deine Sendung. Dankeschön. Ich wollte gestern auch schon durchkommen, aber das habe ich gestern nicht geschafft. Ja. Und zwar geht das Thema von gestern mit dieser unheimlichen Geschichten. Unglaubliche Geschichten, richtig. Ja. Ja, ich habe mich jetzt verbessert, ja. Und zwar, ich will es ganz kurz machen, ich will nicht so weit ausholen, und zwar habe ich vor ganz genau 18 Monaten meine Freundin durch einen tragischen Unglücksfall verloren, mit der ich 7 Jahre zusammen war. Mhm. Das war sehr schlimm gewesen, ich habe mir auch von der Arbeit dann beurlauben lassen, muss dazu noch sagen, meine Freundin hat also sehr mit der Esoterik zu tun gehabt. Mhm. Und ich habe dann... War das ein Autounfall? Das war ein Autounfall, ja. Und dann habe ich dann mich dann zu Hause hingesetzt und habe dann ihre Bücher gelesen von der Esoterik. Mhm. Ich habe aber vorher nie an diesen Kram geglaubt. Ich habe mir das aber gelesen aus Langeweile, weil ich nachts nicht schlafen konnte. Ich hatte Albträume gehabt und. Ich war auch in tiefer Trauer gewesen. Habe mir das dann auch durchgelesen und da ist ein Zettel rausgefallen von einem Spiritisten in Koblenz. Und den habe ich dann angerufen am anderen Tag und habe mich mit dem unterhalten, habe dem erzählt, was los war, und hat gesagt, wir haben heute Abend in Schelling, kannst du mal gerne zu uns kommen. Hat mir erklärt, wo er dann wohnt, und bin dann zu ihm gefahren. Ich weiß nicht, ob du weißt, was in Schelling ist. Nee, weiß ich nicht. In Schelling ist so, dass einer setzt sich dann vor so eine Gruppe hin, die dann hinkommen, und der schläft dann ein und dann schlüpft ein guter Geist in seinen Körper rein. Hä? Das habe ich ja noch nie gehört. Ich habe das auch noch nie gehört, mir war das auch ein bisschen suspekt gewesen. Ich habe gesagt, also kannst du nicht machen. Bin aber trotzdem hingefahren, die Neugier war groß. Ja. Ich wollte hinfahren, ich war auch so in Trauer gewesen. Ich wollte einfach mit meiner Freundin dann eine Verbindung aufnehmen. Konnte man auch verstehen, weil ich total daneben war, von der Rolle war. Bin dann hingefahren, war auch sehr nett gewesen, und habe mir erst gedacht, das ist ein Scharlatan, der will nur Geld von dir haben und mehr will der gar nicht. Aber nein, er sagte dann, du brauchst heute nichts zu bezahlen, kannst ja einfach nur das Schelling mal anhören. Bin aber dann rausgegangen, weil mir das suspekt war. Ich habe Angst gehabt, ja. Ich bin rausgegangen, habe mich im Nebenraum hingesetzt, habe deren Schelling, das hat 1,5 Stunden gedauert, habe das zu Ende machen lassen. Und dann kam er nachher raus und hat gesagt, also er hätte mit meiner Freundin Verbindung aufgenommen, warum ich rausgegangen wäre. Ne? Mhm. Er hätte Verbindung mit aufgenommen. Ich habe das nicht so richtig geglaubt. Und dann sagt er, ist gut, du glaubst da nicht dran, sagt er. Deine Freundin hat wohl gesagt, du fährst heute nach Hause, bleib bitte auf der rechten Spur auf der Autobahn und überhol keinen. Mhm. Ja, habe ich mir das so reingezogen, habe mich in mein Auto gesetzt, bin dann nach Hause gefahren, war so gegen 22 Uhr, fahre dann los, habe noch in Raststätte Peppenhofen noch einen Kaffee getrunken, weil ich müde war, und bin weitergefahren. Und da war vor mir ein Toyota-Fahrer, vor dem Toyota-Fahrer ein LKW-Fahrer auf der Autobahn und hinter mir ein BMW-Fahrer. Und jetzt wird's interessant. So, die sind dann so, sind wir mit 90 auf der rechten Seite, sind wir so lang getuckert, das war mir zu langsam gewesen, habe aber auch nicht mal an diesen Rad gedacht von meiner Freundin. Und habe angesetzt zum Überholen, also habe den Blinker gesetzt. In dem Moment überholt mich aber auch der BMW-Fahrer, der hinter mir war, sitzt auch im Blinker, und der war noch auf meiner Höhe, und da zeigte ich ihm noch einen Vogel, sag ich, du Idiot, sag ich, warum überholst du mich? Ich wollte gerade rausziehen, jetzt wären wir bald zusammengestoßen. Mhm. Und in dem Moment, Domian, ob es glaubst oder nicht, das war sogar im Fernsehen zu sehen, in dem Moment kommt uns ein Geisterfahrer entgegen. Und auf meiner Höhe klatscht er voll mit dem BMW-Fahrer zusammen. Ja. Und das war auf meiner Höhe gewesen. Es sind mir brennende Reifen um die Ohren geflogen. Das ist Tatsache. Und die waren dann schon, ich bin dann rechts rangefahren. Der Unfall war dann ungefähr schon 30 Meter von mir entfernt. Der LKW-Fahrer auch gefahren. Die sind nicht mal zu den brennenden Autofracks hingelaufen. Die sind zu mir hingelaufen, weil
bei einem brennenden Auto fast konnte man nichts mehr machen. Die beiden Autos sind total ausgebrannt und sind zu mir hingelaufen und haben sich nur gewundert, dass mir überhaupt nichts passiert ist, weil mir ist alles um die Ohren da geflogen. Ja. Ich hatte nicht mal eine Schramme an dem Wagen. Ja. Die Polizei kam auch, wir mussten auf die Wache fahren und der Polizist ist immer wieder rausgegangen, hat das Auto abgeleuchtet, sagt, das gibt es doch gar nicht, wie das vom LKW-Fahrer erzählt worden ist. Ihnen muss doch was passiert sein. Sag ich, seien Sie froh, dass mir nichts passiert ist. Mhm. Ich habe nicht ein Kratzer am Wagen gehabt. Und Donnie, ob du glaubst oder nicht, ich habe nie an Esoterik geglaubt, aber ich meine wirklich, da habe ich einen Schutzengel gehabt und ich glaube auch, zu sagen zu können, da war meine Freundin mit im Spiel. Na, also sehr kurios ist, dass dieser Mann von dieser Esoterik-Sitzung da dir das ja gesagt hat. Ja, ne? Genau, das war ja gerade, also ich habe ja nie vorher dran geglaubt und sagte noch, ich sollte nicht überholen. Sagen wir, wenn einem sowas widerfährt, das erschüttert einen ja, glaube ich, schon an den Grundfesten, ne? Wenn man gerade dem Tode da entronnen ist und vorher quasi gewarnt wurde. Bist du durch dieses Erlebnis näher an esoterisches Denken rangekommen oder war das so eine einmalige Berührung, sage ich mal? Nein, ich bin da dran gekommen, ich bin da wirklich fest dran gekommen und ich wollte mal sagen, ich bin kein totaler Esoteriker. Mhm. Aber wenn mir jetzt einer sowas erzählt, früher hätte ich zu Leuten gesagt, die mir sowas erzählt haben, wie zum Beispiel gestern, wenn ich das nicht erlebt nicht gehabt hätte, hätte ich gesagt, die spinnen alle, die das erzählen. Ja. Aber zum Beispiel das mit der Vase und sowas, ich glaube das. Ja. Ich glaube das. Und Domian, ich weiß ganz genau, dass du das Denken nicht hast. Ist auch korrekt so. Sehe ich auch ein. Und das bin da eher skeptisch. Aber ich glaube auch schon, dass es sowas gibt. Mhm. Ich habe selbst das noch nicht erlebt, daher bin ich da eher distanziert. Aber ich wisch das nicht vom Tisch und sage, sowas gibt es nicht. Das wäre vermessen, das zu machen. Ich habe vor 2 Jahren noch gesagt, da hätte ich dir auch beiflichtet, vor 2 Jahren habe ich noch auch gesagt, hätte mir das einer erzählt, da hätte ich gesagt, der hat sich das aus den Fingern gezogen. Aber das kann man heute sogar noch bei der Polizei nachfragen. Ja. Und dieser Unfall, dieser mysteriöse Unfall, ich muss auch noch sagen, der Geisterfahrer, das war auch ein Selbstmörder gewesen, ja, das muss ich noch dazu sagen. Dieser Unfall, ja, das wurde sogar im Fernsehen gezeigt und es wurde auch im RTL-Fernsehen, glaube ich, morgens, da war immer morgens die Sendung, da diese Nachrichtensendung, ich habe das auch angesehen. Und wie ich das dann gesehen habe, ich habe es auch noch nicht richtig registriert, weil ich noch so in Trauer war gewesen. Aber wenn ich heute darüber nachdenke, dann kann ich nur sagen, Mensch, was hast du für ein richtiges Schwein gehabt. Allerdings. Wolfgang, ich danke dir für deinen Anruf. Ich danke dir. Und für die Geschichte. Ich habe noch eine Frage. Ja. Eine ganz kurze Frage. Ich mache dann auch Schluss. Zum Beispiel die Hörer, die gestern angerufen haben, zum Beispiel der mit der Vase oder die Frau, die auch mit den Toten Verbindung aufgenommen hatte. Ja. Du kannst gerne, wenn du es möchtest, wenn die heute zuschauen, ja, ich weiß, du hast keinen Kontakt, wenn du machst, ich will keinen Kontakt haben, aber die können gerne mal mit mir sprechen, die können mich gerne zurückrufen. Wenn die das wollen, können die sich ja bei uns melden. Du kannst die Telefonnummer, könnt ihr dann ruhig weitergeben. Okay, alles klar. Ich bedanke mich. Bye, ciao. Bye, tschüss. Kleine Musikpause. Ich war von 1965 bis 1975 in politischer Haft. 10 Jahre. Also mit geringer Unterbrechung. Einmal 6 Wochen, einmal ein Jahr. Und weswegen warst du in Haft? Ja, wegen Staatsverleumdung, faschistische Hetze, Republikflucht. Weil wenn man einmal, ich bin mit 15 das erste Mal mit dem Gesetz in Konflikt gekommen in der DDR. Mhm. Und danach hatte ich keine Chance mehr. Mhm. Und dann habe ich natürlich auch versucht wegzukommen, weil in dem Betrieb, wo ich arbeiten musste, vom Gericht aus, wollte man mir dann Sabotage anhängen, weil die Maschine immer kaputt ging. In welcher Form hast du dich denn mit dem Gesetz angelegt damals? Ja, ich habe eigentlich in der Schule nur neugierige Fragen gestellt. Ja, das durfte man da nicht, ne? Nein. Mhm. Wir haben zum Beispiel, ich bin dann von der Grundschule ins Kinderheim gekommen, um die 10. Klasse zu machen. Ja. Und da sind wir so der Klasse vorgestellt worden. Unter anderem war einer mit 1,0 Durchschnitt. Richtig gehört, 1,0. Mhm. Und dann hieß es nachher, ja Mensch, der müsste doch auf der Oberschule Abitur machen und so. Und wo der dann vorgestellt worden ist, hab ich dann auch gefragt und habe gesagt, ja, wieso ist der denn nicht auf der Oberschule? Mhm. Na, das wird der am besten wissen. Und später haben wir dann erfahren eben, dass der Vater Pfarrer ist und da ziemlich offen redet. Und so haben wir dann gefragt, denkt, es gibt keine Diskriminierung. Mhm. Oder bei Staatsbürger Kundeunterricht, da wurde dann von Diktaturen gesprochen, wie negativ die sind. Mhm. Und da habe ich dann gefragt, ja, wenn die Diktatur so negativ ist, dann ist ja unsere Diktatur auch nicht gut. Mhm. Und so
so hat sich das entwickelt. Mhm. Eigentlich nur durch neugieriges Fragen. Also im Prinzip ganz belanglose oder sehr, sehr klare, richtige Fragen, ne? Das waren richtige Fragen, sagtest du gerade, die einfach logisch waren. Wegen antifaschistischer Hetze oder sowas? Nee, wegen faschistischer Hetze. Faschistischer Hetze. Was ist denn für die faschistisch gewesen? Ja, sowas? Zum Beispiel solche Fragen? Solche Fragen. Ja. So, jetzt hast du 10 Jahre, warst du im Knast in der DDR. Ja. Und du hast gerade am Anfang was gesagt von wegen Folter. Bist du gefoltert worden? Ja. In welcher Weise? Erstmal bin ich auch mit Totschlägern verprügelt worden. Mhm. Das ging meist so ab, dass du in eine Arrestzelle im Keller gelandet bist, in der Ecke gedrängt worden bist, Handschellen auf dem Rücken und dann haben sie auf dich eingeschlagen, egal wo sie getroffen haben. Mhm. Egal wo. Und im Haftkrankenhaus habe ich dann gearbeitet. Da bin ich dann auf einer Pritsche festgekettet worden und über den Hals ein Lederriemen. Ja. So dass ich mich also, hätte ich mich bewegt, dann wäre ich wahrscheinlich erstickt. Ja. Und dann hat man den Wasserhahn tropfen lassen. Dann habe ich dann gedacht, also mein Kopf zerspringt. Den Wasserhahn auf den Kopf oder wie? Nee, der Wasserhahn, der tropfte immer nur. Ach so, das war so. Aber das ist zuletzt, als ob es in dein Hirn reingeht. Mhm. Also du lagst da ganz alleine in dem Raum? Ja. Und konnte mich nicht bewegen. Wie lange musstest du das denn aushalten? Ja, das ist die ganze Nacht dann gegangen. Ja. Und da denkst du jetzt, ist vorbei jetzt. Mhm. Zerspringt der Kopf und du stirbst. Mhm. Und dann immer zwischendurch eben wieder sind sie reingekommen, jetzt werden wir dir mal zeigen, was Manieren sind. Mhm. Wieder zusammengeschlagen worden. Wo war das? In welchem Gefängnis? Das war in Meusdorf, ja. Haftkrankenhaus. Ja. Und in Hoheneck zum Schluss bin ich auch sehr misshandelt worden. Das hast du 10 Jahre ausgehalten? Ja, ich habe dann einen Hungerstreik angefangen. Da hattest du Mut noch zu? Nee, das war kein Mut. Das hatte nichts mit Mut zu tun. Das war einfach Verzweiflung. Entweder sterbe ich und bestimme selber oder ich schaff's und die lassen mich gehen. Ja, und wie ging das weiter? Hungerstreik in der DDR stelle ich mir sehr, sehr heftig vor. Ja, sie haben mich dann auch am Anfang eben jeden Tag verprügelt. Mhm. Jeden Tag. Da war ein Oberleutnant frei, der ist mir in den Rippen getreten. Egal, und eine Schicht besonders, die könnte ich auch Namen nennen. Zinnsoldat, das sind so Namen, die man Wächtern gibt. Mhm. Also das war die Schmidtschicht. Die haben sich ein Vergnügen gemacht, haben mich an eine Wand angekettet. Ich hab dann gerufen, ich muss auf Toilette, man hat mich dann nicht losgemacht. Bist du auch vergewaltigt worden? Nee. Nee, also wirklich nur körperlich und psychisch sehr misshandelt worden. Und beim Hungerstreik, das war eigentlich nur noch Verzweiflung. Ich hatte mal versucht, mich aufzuhängen. Ja. Das hatte man dann nicht zugelassen, also totschlagen, ja. Aber dich selber aufhängen, das darfst du nicht. Wie lange hast du den Hungerstreik durchgezogen? Nach Angaben von einem Stasi-Offizier, der mir sozusagen das Leben gerettet hat, waren es über 50 Tage. Mhm. Und wie endete dieser Hungerstreik dann? Ich bin dann zusammengebrochen. Ich muss also wie so ein Roboter immer geschafft haben, irgendwie noch zu stehen. Mhm. Und es war zuletzt, konnte ich nicht mehr richtig hören. Ich konnte auch nicht mehr richtig wahrnehmen. Aber ich muss wie so eine Aufziehpuppe immer geschafft haben, wenn die Tür aufging, noch irgendwie zu stehen. Ja. Und dann bin ich zusammengebrochen, weil sie haben dann gesagt, in dem Moment, wo sie mich auf der Erde finden, werden Zwangsmaßnahmen eingeleitet. Und die sind dann eingeleitet worden? Sind dann eingeleitet worden. Sag mal, Heidi, nach den 10 Jahren, wieso und wie bist du dann wieder entlassen worden? Ich bin freigekauft worden. Von der Bundesrepublik Deutschland, ja. Ich bin hier rübergekommen, ich hatte, Menschen sagten mir nichts mehr, ich hatte keine Verbindung zu Menschen. Hattest du denn noch Verwandte in der DDR? Ja, ich habe Cousinen, und ein Cousin. Aber Mutter, Vater nicht mehr? Doch, meine richtige Mutter wohnt in Halle. Ja. Aber den Kontakt habe ich jetzt abgebrochen, weil er mir nicht gut tut. Ja. Die ist ja auch der Meinung, es kann nicht so schlimm gewesen sein. Gibt es denn Wiedergutmachungsgeschichten? Läuft da irgendwas? Ja, es ist so, ich habe, wie du dir denken kannst, dann lange in eine Psychiatrie zugebracht. Mhm. Und praktisch ein Selbstmord nach dem anderen. Ja.
Das war selbstzerstörerisch, also schlimmer ging es eigentlich nicht. Und laufen denn jetzt irgendwelche Verfahren? Ja, ich wollte gerade dir sagen, und dann habe ich vom Versorgungsamt Radolfzell einen Fragebogen gekriegt, wo ich gedacht habe, das ist einer, wo es geht, wie man beruflich kaputt gemacht worden ist oder so. Mhm. Und da habe ich dann also ein Schreiben dann bekommen, das war ungefähr 78. Da kam dann Schreiben so ungefähr, Anspruch auf Rente oder so, Haftschädigung besteht nicht. Mhm. Und das ist lange her. Ich meine, jetzt im Moment, hast du irgendein Gerichtsverfahren am Laufen? Ja, ich krieg eine Rente. Ja. Da läuft ein Erhöhungsantrag, weil ich jetzt auch körperlich ziemlich fertig bin. Ja. Aber du kriegst nicht irgendwie einen großen Geldbetrag, der dann als Wiedergutmachung anzusehen ist? Ja, doch. Ich habe gekriegt so um die, alle 30.000 Mark. Mhm. Die wiederum ein Witz sind für 10 Jahre verlorenes Leben. Ne? Ja. Liebe Heidi, ich danke dir, dass du das erzählt hast und wünsche dir, auch wenn du deine schwere Vergangenheit in dir hast und mit dir rumträgst, alles, alles Gute. Ja, und ein Tschö. Erstmal, die Sendung ist super, weil danke. Ich nachts nicht schlafen kann, gucke ich oft. Dankeschön, alles und Gute. Und den Tom auch einen schönen Gruß noch. Okay, ciao. Ja? Tschüss. Mark 24. Hallo, grüß dich, Domian. Marc, hallo. Hallo. Also, mein Thema ist folgendes. Ja? Ich habe vor knapp einer Woche eine Bekanntschaftsannonce aufgegeben. Ja. Ich muss dazu sagen, ich bin schwul. Aha. Und habe mir gedacht, dass es vielleicht auf dem Wege mal klappt. Wäre, irgendjemanden kennenzulernen. Aha. Und wo hast du die aufgegeben? Bei uns im Kreis. Die Zeitung heißt Inserat. Aha. Und ja, eben unter der Rubrik Er sucht ihn. Und wie hast du es formuliert? Wie habe ich es formuliert? Ungefähr so, gut aussehender Student 24. Stimmt das? Bitte? Stimmt das? Das stimmt, ja. Subjektive Meinung. Ja. Aber sucht mehr als nur gelegentliche Treffs. Ja. Weil mir ging es halt schon darum, irgendwie eine Beziehung aufzubauen. Wenn ja. Also es steht aber nicht in der Anzeige, nichts muss, aber alles kann oder sowas. Das nee, überhaupt nicht. Das finde ich so schrecklich, immer das, wenn ich das in den Zeitungsanzeigen... Ja, das finde ich auch schrecklich. Also ich habe es versucht so, ja, irgendwie... Ein bisschen individuell. ...zu formulieren, dass das Ganze auch etwas seriös sich anhört. Ja. So, und das ging mir halt auch nicht nur um Sex oder irgendwas. Das war vorige Woche. Gestern kamen dann Zuschriften. Ja. Und zwar erstmal so diese üblichen Blabla, die nichts aussagen, die mich auch nicht großartig interessiert haben. Und dann ist wirklich das Unglaubliche passiert. Ich habe einen Brief bekommen von einem Menschen, ja, dessen Namen ich nicht kenne, dessen Adresse ich nicht kenne und dessen Telefonnummer ich auch nicht kenne. Und zwar einen 9 Seiten langen Brief. Einen 9 Seiten? 9 Seiten, ja. Und der ist mir schon ziemlich an die Nieren gegangen, muss ich sagen. Inwiefern? Inwiefern? Also es ist eben so, das kam anhand dieses Briefes raus. Ich bin, obwohl er mich nicht kennt, der erste Mensch seines Lebens, dem er im Prinzip anonym sein Schwulsein gestanden hat. Aha. Und sich sozusagen mir geoutet hat, mich nicht kennt. Wie alt ist er? 25. Mhm. Und die Sache ist die, wie soll man sagen, es ist wirklich, also er hat wirklich ein großes Problem davon, mhm, das liest man hier raus. Also ich möchte nicht ins Detail gehen, was im Brief steht, ja, weil es eben, er hat mir geschrieben und es ist wahrscheinlich ja nicht gedacht für ja die breite Masse, nur eben so pauschal gesagt, das ist wirklich, er hat wirklich ein Problem und ist ein einsamer Mensch. Hat dich denn dieser Brief jetzt so beeindruckt, dass du gerne mit diesem Mann Kontakt hättest? Ja, auf jeden Fall. Also er hat mich so beeindruckt, dass ich sogar eben diesen Schritt gegangen bin, bei dir anzurufen. Ich gucke mir die Sendung zwar fast jeden Abend an, aber habe nie gedacht, dass ich irgendwann ihn anrufen werde. Das heißt, du willst ihn jetzt auf diesem Wege suchen? Richtig. Also ich will wenigstens, wenn er mir zuschaut, eben ihm die Möglichkeit geben, wenn er Interesse hat, mhm, ja, weil er hat auf jeden Fall das Bedürfnis, und zwar ein dringendes Bedürfnis, sich irgendjemandem mitzuteilen, weil er mhm eben auch irgendwie das Vertrauen an die gesamte Menschheit, glaube ich, verloren hat, mhm, aus irgendwelchen Gründen. Kannst du dir denn erklären, dass, ich meine, wenn er schon so einen Schritt macht und einen solchen langen Brief dir schreibt, dass er das vollkommen anonym gemacht hat? Warum ist da nicht irgendwie doch vielleicht ein Signal irgendwie versteckt zur Kontaktaufnahme? Ja, ich kann mir schon erklären, warum er das anonym gemacht hat. Eben weil er mit seinem Schwulsein selber, also es ist in seinem Kopf noch nicht klar. Also mhm, er weiß es, aber er will es nicht wahrhaben. Mhm. Er hat große Hemmungen auch davor. Mhm.
Und es ist einfach so, eben dieser Schritt, jemand will Fremden das Ganze mitzuteilen und dann noch seine Telefonnummer hinzuschreiben und möglicherweise an jemanden zu geraten, der sich totlacht über den Brief. Ja, ja. Weiß der Geier, was mit der Telefonnummer macht, würde ich auch nicht machen, ehrlich gesagt. Ja. Und jetzt denke ich mir einfach mal, wenn er mich möglicherweise jetzt hört, und bei mir ist es wirklich so, ich habe wirklich Interesse daran, wenn er es auch hat. Ja. Ich hinterlasse bei euch meine Adresse, meine Telefonnummer, sag euch auch, wie er unterschrieben hat, eben nicht mit Namen, sondern eben nur mit einem Buchstaben, dass, wenn sich andere Leute melden, die eben nicht bei mir landen, sondern wenn, dann nur er. Ja. Weil es ist einfach ganz klar, also der hat, er muss mit irgendjemandem reden. Das ist wirklich meiner Meinung nach auch wirklich dringend bei ihm. Wenn dieser Mann jetzt zuhören sollte, damit er sich auch wiedererkennt, sag noch mal die Zeitung, in der du annonciert hast. Das war das Inserat. So heißt die Zeitung. Ja. Einfach nur das Inserat. Für den Raum Rhein-Main, Frankfurt, Wiesbaden, Mainz, weißt du, die ganze Ecke da hinten. Ja. Und eben in der Rubrik, er sucht ihn. Ja, und du heißt auch wirklich Marc? Ich heiße wirklich Marc, ja. Ja, und er hat einem Marc einen 9 Seiten langen Brief geschrieben. Also er hat nicht einen Marc, sondern er hat eine Chiffrenummer. Eine Chiffrenummer, okay. Richtig. Aber einen 9 Seiten langen Brief anonym. Einen 9 Seiten langen Brief mit Computer gedruckt. Ja, das wird er jetzt schon wieder erkannt haben, wenn er zuschauen will. Also ich glaube, 9 Seiten langen Brief werden nicht so viele Leute geschrieben haben. Und der Brief war wirklich, also er ist mir wirklich ans Herz gegangen. Weil der hat einfach allem freien Lauf gelassen. Das war wirklich, im Prinzip, mir kam es vor, er würde mir gegenüber sitzen. Ich habe den Brief jetzt bestimmt schon 3 oder 4 Mal gelesen. Mhm. Er ist auch wirklich wahnsinnig geschrieben. Also es ist, und es war wirklich ein Coming-out, Wahnsinn, ja. Du möchtest wirklich gerne mit dem Mann Kontakt haben. Ja, und ich bin, also ich bin bereit, er kann mir einfach nur schreiben, ohne mir auch weiterhin seinen Namen mitzuteilen oder seine Telefonnummer oder mich auch einfach anrufen, ohne dass er mir sagen muss, wie er heißt, wenn er einfach will, sich mit mir unterhalten will. Das ist überhaupt kein Problem. Ist sehr nett von dir. Finde ich wirklich klasse. Und das machen wir natürlich gerne. Wenn sich dieser Mensch bei uns meldet, dann werden wir den Kontakt herstellen. Das wäre sehr nett von euch. Lieber Marc. Ich wünsche dir noch viel Erfolg und viel Liebe und Kraft. Dankeschön. Zurück auch. Tschüss. Ciao. Manfred, 50 Jahre. Ja. 50, ne? Genau. Ich grüße dich. Hallo, Domian. Dein Thema. Ich möchte eine Lanze brechen für die Frauen, die für ihre Männer arbeiten gehen. Das heißt, im Klartext auf den Strich gehen. Also für Huren? Ja. Ja, ja, das ist schon mal schön. Und weiter? Das finde ich gut. Ich denke mal, dass ich sehe dich jetzt hier im Fernsehen und ich bin ein bisschen nervös. Ja. Und ich denke mal, dass dieses Thema viel zu wenig angesprochen wird. Du glaubst? Diese Frauen, die tatsächlich auf den Strich gehen, die eine Familie haben, sie machen das ja nur für die Familie. Mhm. Ja? Und wenn sie es nur für sich machen, als Job, ist es vollkommen nicht, auch in Ordnung? Nein, nicht als Job. Sie machen es doch nur für die Familie. Sei es für die Miete zu zahlen. Na gut, aber es gibt auch Frauen, die eigenständig arbeiten und das ist in Ordnung auch. Das ist eine andere Sache. Ja. Welche Verbindung hast du zu Huren? Gehst du oft zu Frauen? Oder? Nein, ich persönlich habe überhaupt keine Verbindung dazu. Meine Lebensgefährtin geht fast jeden Abend aus dem Haus, um Geld zu verdienen. Aha. Ich habe 2 Kinder, eine Eigentumswohnung, die viel Geld kostet. Ja. So, das muss alles finanziert werden. Ja. So, ich habe diese Frau kennengelernt, als sie in einer einfachen Sozialwohnung gelebt hat. Mhm. Ja. Und ich habe sie seltsamerweise über den Kölner Telefontreff kennengelernt, was super war. Ja. Wir haben uns von Anfang an verstanden. Manfred, wie lange seid ihr zusammen? 4 Jahre. 4 Jahre schon. Ja. Und sie geht auch seit 4 Jahren ihrem Job nach. Ja. Ist dir das manchmal unangenehm? Anfangs ja. Ja. War das so eine Art Eifersucht? Domian, das ist, wie soll ich das sagen? Das, Eifersucht natürlich, selbstverständlich. Aber im Nachhinein, wenn man denkt,
das alles bezahlt werden muss. Mhm. Ja? Es ist dir jetzt nicht mehr unangenehm im Laufe der Jahre geworden. Es ist okay. Ja, zwar nach wie vor unangenehm, aber ich denke nicht mehr so unangenehm darüber. Mhm. Ja? Ist das denn, würdest du schon sagen, dass das eine gute Liebesbeziehung zwischen euch beiden ist? Eine sehr gute. Ja. Eine sehr gute Liebesbeziehung, muss ich sagen. Gelingt es dir denn, wenn deine Frau nach Hause kommt und wenn ihr beide Zeit habt für ja. euch, so ganz abzuschalten und ja. zu vergessen, dass sie vielleicht schon am Tag mit, weiß ich, wie vielen Männern schon Sex hat? Nee, am Tag nicht. Sie geht abends. Na gut, dann halt abends. Wenn du da mit ihr schläfst, geht dir das im Kopf währenddessen auch, geht das durch den Kopf, dass sie mit vielen Männern schon Kontakt hatte, vielleicht vor ein paar Stunden? Es geht mir mit Sicherheit durch den Kopf, ja. Mhm. Aber mittlerweile, ich mag sie und ich weiß, dass sie das für die Familie tut. Mhm. Und ich möchte das auch betonen, dass sie für die Familie arbeitet, nicht ja. für mich. Ich bin kein Zuhälter, um Gottes Willen. Ja. Ja? Ja. Sondern rein für die Familie. Ja. Und für die Wohnung. Ja? Ich sehe die im Fernsehen, ich kann keine Worte jetzt mehr finden. Ja, ich verstehe aber, was du meinst. Und mir ist das auch durchaus klar. Nein, aber ich möchte einmal grundsätzlich eine Lanze brechen für diese Frauen, die für ihre Familien auf den Strich gehen. Kennst du noch durch deine Frau andere Frauen, die in ähnlicher Weise arbeiten und betroffen sind? Jede Menge sogar. Jede Menge, ja. Jede Menge. Ja. Und sie tun das nicht aus Lust an der Freude, ja. sondern um die Familie zu erhalten. Also Manfred, vielen Dank für deinen Anruf. Ich glaube, wir haben es alle verstanden, was du sagen wolltest. Vielen Danke. Dank. Tschüss. Ciao. Vielen Dank. Tschüss. Patricia, 22. Hallo Jürgen. Hallo Patricia. Patricia. Erstmal herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag. Zum Geburtstag? Habe ich gehört vorhin. Nee, was? Das ist schon eine ganze Weile her. Oh, da bin ich vertan. Das war noch nachträglich. Das dann. War im Dezember. Also, ja, ich möchte auch diese reden. Sendung hat bald einjährigen Geburtstag. So. Hm. In der Nacht vom 3. auf 4. April. Also. Aber das hat jetzt gar nichts damit zu tun. Nein. Also, ich lege jetzt los, ne? Mhm. Ja, bitte. Ja, ich habe einen Freund, Herr Sebastian. Ich bin seit 5 Jahren mit ihm zusammen. Seit 5 Jahren schon? Seit 5 Jahren, mhm. ja. Er ist 26, ich bin 22. Ja. Und vor 2 Wochen hat er mir gestanden, dass er bisexuell ist. Aha. Ja. er ist seit einem Jahr mit seinem Freund zusammen. Ach, er hat sogar einen Freund auch noch? Ja, seit einem Jahr hinter meinem Rücken, ja. Und vor 2 Wochen hat er es mir gestanden. Ja. Das ist hart, ne? Mit Tränen in den Augen. Er meinte so zu mir, ja Patricia, ich muss unbedingt mit dir reden, setz dich hin. Ich sag, was ist denn los, Sebastian? Also ja, Patricia, was würdest du sagen, wenn ich ein Mann leben würde? Hm. Oh, das bin ich nervös am Telefon. Also, ja, was würdest du sagen? Ich so, weiß er nicht, liebst du Männer? Er so, ja, ich habe einen Freund, du kennst ihn auch, den Oliver. Ich so, ja, den Oliver? Das glaub ich ja gar nicht, meinte ich so zu ihm. Also ja, machst du jetzt Schluss? Ich weiß, ich brauche Bedenkzeit, habe ich zu ihm gesagt. Mhm. Ja. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll. Ich liebe ihn. Ja. Er möchte mich auch nicht verlieren, hat er gesagt. Also wobei dieses ja jetzt völlig wurscht ist, ob das ein Mann oder eine Frau ist. Ja. Er hat noch einen anderen Menschen, den er liebt. Ja. Und er hat ein Jahr diesen Menschen parallel zu dir geliebt, ne? Ohne ja. es dir zu sagen. Mhm. Das er hat sich ja nicht getraut. Naja, klar, natürlich. Hat er Angst, mich zu verlieren, ja. Und du liebst ihn trotz allem sehr? Ja, sehr. Nach 5 Jahren, mein Gott, man kann nicht einfach so Schluss machen. Das ja. geht nicht. Nein. Du möchtest ihn auch nicht verlieren? Nein, möchte ich nicht, auf keinen Fall. Wie denkt er sich das denn weiter? Er hat mir vor kurzem den Vorschlag gemacht, ob ich mit einer Dreierbeziehung einverstanden wäre. Ja. Und, was denkst du dazu? Was denke ich dazu? Gute Frage. Es ist nicht leicht, ihn zu teilen. Was stellt er sich denn unter einer Dreierbeziehung vor? Was stellt er sich darunter vor? Ja, also, dass ihr zu dritt zusammen seid, ja. oder? Ja, das eben. Ja. So stellt er sich das vor? So stellt er sich das vor, ja. Und das wäre nichts für dich? Ich weiß nicht, ist zu neu für mich. Ich weiß nicht, was ich jetzt so sagen soll. Das ist ungewohnt. Ich dachte bisher immer, er würde nur mich lieben. Mhm. Ja, das scheint ja nun nicht der Fall zu sein, ne? Na, ich glaube schon, dass er mich liebt. Ja gut, ja, aber nicht nur dich. Ja,
Liegt auch an anderen, ja. Mhm. Wenn du dich da arrangieren kannst, ich meine, das sind immer Experimente, die sicher schwierig sind, wenn man zu dritt zusammen ist. Wenn du das, ich meine, aber da gehört ja noch der Freund der Freund auch dazu, ob der das möchte und ob der mit dir kann. Man ist damit einverstanden, der Freund, ja. Ja, da versucht es doch ganz einfach mal. Ja, ich weiß ja nicht. Na gut, aber du musst ja dich zu irgendetwas entscheiden, ne? Du musst ja irgendetwas versuchen. Entweder trennst du dich oder du nimmst es hin, dass er dann noch jemanden hat, das ist ja auch die Hölle, oder du versuchst das halt, wenn die beiden das Angebot machen. Ich kenne den Freund ja auch. Ja. Man ist ja auch sehr nett und sympathisch. Ich kann nichts dagegen sagen. Mhm. Patricia, versuch's doch ganz einfach mal, wenn das Angebot von den Jungs da ist. Versuch mal. Wäre eine Erfahrung. Genau, viel Glück. Okay. So, ganz kurz. Ja. Haben wir jetzt noch den Stefan dran, der ist 17 Jahre. Stefan. Ja, hallo. Hallo Stefan. Hi. Wir haben wenig Zeit, aber wir versuchen es noch. Hallo. Ja. Ja, und zwar, ich möchte mich mal beschweren hier über das träge Nachtprogramm in Berlin. Was? Über was? Über das träge Nachtprogramm in Berlin. Das prädige Nachtprogramm? Träge. Wie Nachtprogramm? Draußen in der Stadt oder wie? Ja, na, auf jeden Fall. Na klar, wir waren vorhin draußen nix los. Wie in Berlin? Das gibt's doch nicht. Na, auf jeden Fall. Das gibt's total. Da ist gar nichts los. Das kannst du mir nicht erzählen. Wir waren gerade mitten im Herzen von Berlin, Oranienburger Straße. Da ist nix los. Aber gerade Oranienburger Straße ist eigentlich immer viel los. Oh, das ist sau langweilig. Das ist die Frage, was suchst du denn? Wie bitte? Was suchst du denn? Irgendwie Stimmung oder so. Ganz normale Stimmung, aber da ist gar nichts los. Da tingeln die Leute irgendwo bloß hin in die Gaststätten und so und langweilen sich total. Und bis ich auch nicht. Ja. Ist natürlich schwer jetzt zu kommentieren, ne? Aus Köln heraus. Von Köln. Wobei ich das gar nicht verstehen kann. Ich bin oft in Berlin und bin immer ganz baff, wie viel da los ist. Und bin ganz begeistert. Na, ich bin Wiener begeistert, wa? Aber du bist Berliner, ich höre das, ne? Ja, auf jeden Fall. Hat sich denn da jetzt was verändert oder wie kommt das plötzlich? Na, wieso nicht? Nichts mehr los. Ich glaube, es liegt an der Zeitung wie Winter. Ich glaube immer Sommer. Die Sommerzeit ist für die Berliner irgendwie mehr. Ja, aber es kommt doch jetzt allmählich wieder, ne? Der Frühling ist doch da und. Ja, aber wieso nicht? Die sind irgendwie träge geworden, die Berliner. Mann, was machen wir da? Ja, wieso nicht? Ich glaube, du musst. Du wirst jetzt sicher keinen Vorschlag mehr haben, aber gib dir mal meinen Freund hier, der hat genau dieselbe Meinung. Ja. Na gut, okay, richtig, war nicht der gleiche, also naja, okay. Stefan, wir müssen eh Schluss machen, die Sendung ist am Ende. Ich kann dir nicht weiterhelfen. Ich glaube, du musst ein bisschen suchen, dann findest du auch was in Berlin. Mach's gut. Tschüss. Okay, ciao. Ciao. Freunde, das war eine Woche Talkradio mit folgenden Leuten. Mit Gerald Baas, Nina Hellenkemper, Anne Buchholz, Tom Andreas, Tom Bildhauer, Marco Rösseler und Elke Pulz. Ich sage euch Dankeschön fürs Zuschauen, fürs Zusehen, fürs Anrufen und will euch noch die beiden Themen für nächste Woche sagen. Und zwar haben wir am Dienstag, in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, das Thema Jugendliche Schwule. Und in der Nacht von Donnerstag auf Freitag das Thema Singles. Und am Montag, in der Nacht von Montag auf Dienstag, so wie heute, offene Sendung. Schönes Wochenende. Bis nächste Woche. Ciao.